Nur nicht hetzen, denn diese Fracht ist schon ein wenig betagt. Genauer gesagt 139 Jahre alt. In San Francisco konnten Anwohner ein ungewöhnliches Schauspiel beobachten, den Umzug eines ganzen Hauses. Jahre der Planung waren der aufwendigen Prozedur vorausgegangen. 25 Meter lang ist das viktorianische Holzhaus aus dem 19. Jahrhundert. Auf 465 Quadratmeter Nutzfläche finden sich darin 6 Schlafzimmer und 3 Bäder. Billig war dieser Umzug nicht. $200.000 Gebühren soll sich die Stadt für die verschiedenen Genehmigungen zahlen lassen haben, die nötig waren. Dieselbe Summe sei für den Umzug an sich fällig geworden, berichtet San Francisco Chronicle. Umgerechnet also rund 330.000 Euro kostete der Hausumzug von der Franklin Street in die Fulton Street, für den der ein oder andere Ast fallen und die Stromversorgung der Anwohner teilweise unterbrochen werden musste. Dabei liegen die beiden Adressen weniger als einen Kilometer auseinander. Das Ganze dürfte sich für den Eigentümer dennoch mehr als gelohnt haben, denn die Grundstücks- und Immobilienpreise in San Francisco sind extrem hoch. Dort, wo das historische Haus bisher stand, soll eine achtstöckige Apartmentanlage mit 48 Wohneinheiten entstehen.